Okay, und da sind wir wieder zu Star Trek Deep Space Nine Convergence. Ich habe mich jetzt doch entschieden, die Mod zumindest versuchen, zu Ende zu spielen. Weil ich finde, es wäre einfach nicht fair, ein Video zu der Mod zu machen, wenn ich nicht zumindest versucht habe, ihr Ende zu sehen. Hier kommen wir nicht weiter. Ich habe extra nochmal alles abgegrast gestern, was die Überlebenden angeht. Zwei habe ich gefunden, zwei nicht. Also selbst mit Ghost war hier nichts mehr zu holen. Ich habe auch den Grafikrenderer rausgenommen. Dieses DirectX11-Ding, weil das hoffentlich dann ein paar Abstürze löst. OBS funktioniert zum Glück weiterhin, da bin ich ganz froh drüber. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich, oder ich glaube es zumindest, bin mir sicher, dass ich den Entwickler ausfindig machen konnte, aber ich rechne tatsächlich inzwischen auch nicht mehr mit einer Antwort. Ich warte halt noch ein oder zwei Wochen, aber danach möchte ich auch das Video machen. So, Ziel nicht erfüllt, das ist uns ziemlich egal. So, wir sind wieder als Cisco unterwegs und haben unsere ganzen Items. So, es hat natürlich jetzt die Frage, ob das irgendwas Zugriff kaputt macht. Aber wir haben ja festgestellt, es geht kaputt, ob ich es kaputt mache oder ob das Spiel es kaputt macht. Leute retten. Der muss sterben. Also es wirkt schon mal so, als wäre dieses Level machbar, wenn keine... Warte, kann ich? Okay, nee, ich kann nicht, leider nicht die Munition und so resetten. Ist aber auch okay, ganz ehrlich. Also solange keine Schlüsselkarten oder sowas wieder verschwinden, sollte eigentlich alles okay sein. Man sollte zumindest mal Level 10 spielbar sein. Zwölf Überlebende gibt es. Moment, wir müssen darüber springen. Sind wir wieder im gleichen Gebiet wie vorher? Hier geht's nicht lang. Okay, irgendein Motorradfahrer vergisst mal wieder, dass das hier eine geschlossene Ortschaft ist. Und wir können... Müssen wir da runter? Okay, dass das alles hier flackert, hat keine Bedeutung. Okay, aber wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir denn hin? Ah, okay, wir können noch deutlich höher. Mir ist kalt. Mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Cisco an Begir, ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. So. Transport ab. Sie haben wir. Das hier ist, das sieht nicht nach einem sicheren Lift aus, wenn die Tür nicht zugeht, ganz ehrlich. Umgebungskontrollen. Okay, auf Distanz ist der Phaserstrahl ein bisschen glitchy, aber damit kann ich leben. Hallo?
Okay, das ist erst im anderen Raum. Ich traue der Sache hier gerade nicht. Ja, aber diese Minen sind nämlich wirklich Paranoia pur. So, dich retten wir. Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Sicherheitssperre mit Level. Okay, mit Passierkarten, aber von Cardassianern. Kontrollen funktionieren nicht, das heißt, wir müssen die wahrscheinlich erst entsperren, oder? Ja. Okay. Waren wir hier schon lang? Nein. Da hätten sie sich einen Grigari anscheinend, oder? Haben wir wieder unbegrenzte Gegner-Spawns hier? Unbegrenzte Gegner-Spawns sind nicht cool, Leute. Passierkarte, Lebensform. Was haben wir hier? Okay. Zeit für die beste Waffe im Spiel, würde ich sagen. Okay, war es das? Monster. Das sind Monster. Man kann sie nicht aufhalten. Los, retten Sie sich. Cisco Anbegir, ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Da geht's nicht lang. Transport abgeschlossen. Level 2 Kapsel benötigt. Sonst geht's euch aber gut, oder? Warte. Dann machen wir es eben so. Okay, wir können nicht. Weil da ihmchen im Weg liegt. Okay. So, nur für den Fall, dass ich jetzt in die Luft fliege, weil diese Subraumminen hier sind. Okay, die sind hinter der Wand. Verstehe.
Die sind im ganzen Raum. Möchte ich da rein? Okay, das geht nicht. Ja. Das war sehr clever von euch. Ja, die sind jetzt so, hätten wir das anders und geschickter machen können? Vermutlich. So, ich mache mir nur Sorgen wegen der Minen, weil ich glaube, die sind Instant Kills. Sag bitte, dass ich nicht auf denen mitfahren soll. Ah, okay, und das ist jetzt wieder der Korridor, richtig? Nein. Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. So, das war der Anführer. So, das ist aber kein dauerhafter Zufluss, oder? So, Level 2 Passierkarte. Diesmal haben wir auch unsere Passierkarte vom ersten Mal behalten. So, im anderen Raum muss es doch dann auch so eine Konsole gegeben haben, die die Reaktoren ausschaltet. Ja, hier. Das war auch ein Ziel, das weiß ich.
So fragt sich, hat mich jetzt auch alles erwischt hier in dem Bereich. Okay, das ist der Raum hier. Bitte wählen. Antigravitationsdrohne. Und auf einmal ist da noch mehr Zeug. Keine Waffen. Granatwerfer. Ich nehme mit. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Ah, okay, das ist okay. Ja, hier waren wir schon. Genau, da müssen wir mit der Karte durch, die wir gerade bekommen haben. Okay, die Pfeile sind wirklich verwirrend. Bitte wählen. Aber es sind auf jeden Fall schon mal zwei weitere hier drüben. Nein, nicht die Mustervergrößerung. Ich will die Level 2 Karte. Und sie verbleibt auch in unserem Inventar. Sehr gut. Der umgebende Bereich wird von Truppen der Grigari scharf bewacht. Justieren Sie Ihren Phaser, damit er sich Ihrer Schildharmonie anpasst. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Das sieht fies aus. Nach Hinterhalt. Da war doch gerade ein menschliches Lebenszeichen. Okay, da können wir nicht lang. Da ist ein Überlebender. Bitte wählen. Bitte wählen. Ich habe einen Überlebenden gefunden. Der
Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. So, noch einer. Cisco an Regie. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Ja, natürlich. Haben sie sich gerade alle zerquetschen lassen? Sind die gerade extra reingebiet, um sich zerquetschen zu lassen? Ist das euer Scheiß Ernst? Ja, das war für die Shuttle-Plattform. Das wird hier, glaube ich, aber nicht funktionieren. Level 3 Zugangskarte. Ja, okay. Cisco macht gerade ganz... Sieh mich bitte nicht so an. Das ist sehr gruselig. Okay. Ich hänge in einer Animation fest. Ich kann auch nicht mehr springen. Okay. Weird. Lass uns nie wieder drüber reden. Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. Da ist noch einer. So, dann müsste nur noch einer fehlen. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. So, sollen wir hier überhaupt schon sein? Surface Access located, also das ist schon mal ein Ziel. Ich denke mal, hier ist auch, ja, hier ist Exit Location. Das heißt, wir müssen noch irgendwo einen Überlebenden aufspüren. Das sollte ja machbar sein. Wenn der rote Pfeil uns hilft. Nee, ich glaube, der führt uns zum Ziel, also zum Ausgang, aber nicht zum Überlebenden, den wir suchen. Irgendwo muss noch jemand sein. Alpana Jaguar sieht nach einem alten Game aus. Es ist auch eins, beziehungsweise es ist eine Mod für ein altes Game. Also das Spiel ist das, was bei Twitch gelistet ist. Und die Mod ist halt praktisch nochmal eine inoffizielle Erweiterung dafür. Wir hatten im ersten Stream einige technische Probleme, die auch teilweise dafür führten, dass ganze Level nicht beendet werden konnten, deswegen haben wir auch so viel Munition in einigen Waffen. Also 999 solltest du euch bei keiner Waffe haben. Aber ich brauche halt, also ich möchte halt ein Video zu der Mod machen und das wäre halt nicht fair, wenn ich nur die erste Hälfte gesehen habe, auch wenn es Probleme gab. So, wir müssen noch einen Verletzten finden, der gerettet werden muss, aber
mehr als alles hier abgrasen können wir da auch nicht. Aber das sind... Das Ding ist, die Pfeile hier sind auch so mega irritierend. Weil an die Ziele kann es eigentlich nicht gebunden sein, weil es gibt nur noch eins. Da ist auf jeden Fall eine Lebensform. Mit einer Pulskanone. Aber wenn ich ihn Stagger locke, interessiert auch niemanden, dass er die beste Waffe im Spiel hat. Okay, aber das hier sieht aus, als wäre ich noch nicht gewesen, also dürfte hier auch jemand sein. Ich glaube, da hinten ist jemand. Okay, nee, da liegen nur Sachen rum. Minen. Irgendwelche Türkontrollen, die nicht funktionieren. Aber da, Lebensform. Ja, hier. So, jetzt müssen wir wieder zum Hauptkorridor finden und dann sollte es eigentlich easy sein. Ja. Wenn ich jetzt auch wüsste, wo vorhin der Ausgang war, wäre ich fast glücklich. Das Ding ist, da ist halt auch Assets wieder verwendet vom Originalspiel. Sieht halt auch oft alles gleich aus, beziehungsweise man ist auch teilweise durch die gleichen Gebiete schon mal mit anderen Charakteren durchgelaufen. Was es nicht immer einfacher macht, rauszufinden, was jetzt gerade relevant für eines. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Nein, hier waren wir gerade. Okay, das war der Anfang, von wo wir kamen. Okay, falsches Hypo-Spray verwendet. Was ist eigentlich mit dem Motorradfahren hier in der Straße los? Also ich lasse das Fenster auf Kipp wegen der Wärme, aber... Irgendwie haben die Leute nicht kapiert, dass das hier eine geschlossene Ortschaft ist. So, hier. Merkt man, dass schon wieder alles gleich aussieht? Aber ich glaube, das ist richtig, weil hier... Ja. Da ist es, Exit Location.
Ja klar, lass die Gegner während der Cutscene. Aber wir kriegen Verstärkung, das ist nett. Genau, hieran erinnere ich mich, weil ich das irgendwann mal als Kind auch ausprobiert habe. Zu welchem Jahr ist das Game? 2000. Also, das Originalspiel ist im Jahr 2000 und die Mod ist das im Jahr 2006. Okay, hier ist wieder der Ausgang. Es gibt 4 Überlebende in dieser Sektion, die wir retten sollen. Wir müssen die Computerkerne neu starten und dazu irgendeine Kühlflüssigkeit aktivieren. Wir brauchen dafür eine Zugangskarte. Mal sehen, ob die auch wieder verschwindet, wenn wir sie brauchen. Schockklinge ist jetzt nicht so mega. Oh, jetzt ist natürlich die Shotgun mega geil. Okay. Okay, ich dachte schon, der wäre jetzt unverwundbar geworden. Ich will aber auch eigentlich... Okay. Dass uns Leute reingebeamt werden, passiert wohl wirklich nur an geskripteten Stellen. Zum Glück habe ich die Munition, um wild um mich schießen zu können. Was hängt denn jetzt an mir dran? Sieg heißt Leben.
Kannst du überhaupt zerstört werden? Ich würde was vermuten, nein. So, da eine Transportzone in der Nähe ist, dürfte ich es mir eigentlich leisten können, aggressiv zu sein. Sicherheitssperre, Sicherheitssperre. Okay, hier müssen wir rein für das eine Ziel, aber dafür brauchen wir eine Zugangskarte. Okay, ganz ehrlich, so. Irgendwie ist das Ding resistent gegen den Phaser. Hallo, Überlebender. Lassen Sie die Waffe fallen. Ja, na klar. So, wir können dadurch aber jetzt wieder... Oder müssten... Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich will ihn. Chief O'Brien, ich brauche eine Energiezelle für meinen Schildgürtel. Halten Sie sich bereit, Captain. Energie. Jetzt. Bestätigt. Cisco Ende. Da drin ist noch einer. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Hallo, Kärtchen. Transport. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. So, mal sehen, ob die Karte verschwindet. Zugriff gewährt. Also Sternflottenzugangskarten verschwinden gerne, wie ich feststelle. Aber ich weiß nicht, ob das eine gewollte Entscheidung ist, weil in den ersten Leveln stand es uns im Weg. Und da schien es auch nicht so, als gäbe es zwei Exemplare von derselben Karte. Ja. Aber wie sollen wir denn jetzt da hinkommen? Bitte wählen. Missionsziele. Hier ist keine Kontrollkonsole. Doch, hier. Hallo, ich möchte wieder nach oben.
Moment, was ist auf der anderen Seite? Okay, wir sehen nichts. Aber wahrscheinlich beamt gleich was rein. Huch. Ich muss mich ja noch daran gewöhnen, dass ich das Mikro jetzt so in der Fresse habe. Und ich keine unbedachten Handbewegungen machen sollte. Kein Kühlmittel. Ja, und wie? Zugriff auf Missionsziele. Okay, das heißt, wir müssen später nochmal hier hin. Die Frage ist, wo? Hier geht's doch nirgendwo rein. Nein, da geht's nicht rein. Oder haben wir am Anfang was verpasst? Ne, hier können wir aber auch nicht rein. Das da drüben ist der Ausgang. Aber hier geht's auch nicht weiter. Also irgendwas verpasse ich hier gerade. So, man muss anscheinend auch genau mittig auf der Leiter sein, sonst kann man da oben nicht raufklettern, weil wäre ja zu einfach sonst. Ne, hier oben ist auch nichts. Missionsziele. Im Primary Plant Control Center. Aber es geht ansonsten nur. Ich meine, das Level ist nicht sehr groß, von daher ist das sehr übersichtlich, aber. Spiel? Ja, danke. Krieg erstmal einen Schlaganfall. Ja, und hier ist auch nichts mehr, also. Da muss es ja da drüben sein. Geht's hier irgendwo rein? Oder runter? Wartungszugang oder so? Nö.
Ja. Das ist jetzt zweimal exakt der gleiche Raum. Bitte wählen. So, Schütze, spielt es ab. Ja, also speichern und neu laden hat das Spiel nicht so gerne anscheinend. Also zumindest das Add-on. Das Hauptspiel hatte keine Probleme damit. Ja, ich möchte starten, bitte, ohne irgendwelche Diagnosegeschichten. Aber darauf komme ich auch nicht. Also dem Geschütz kann ich, glaube ich, auch nichts anhaben. Anders als dem am Anfang. Das kommuniziert das Spiel auch nicht gut, leider. Also manche Geschütze sind unzerstörbar, manche können beschädigt werden und manche sind einfach komplett immun. Aber ich sehe hier auch nichts, wo ich noch hin kann. Also hier geht's nirgendwo rein. Die Pfeile zeigen nur dahin. Bitte wählen. Zugriff auf Missionsziele. Wir sehen da ja auch sehr deutlich Rohre, also das hier ist es nicht. Da ist auch nichts versteckt. So, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich das nicht verpasse. Ich möchte jetzt aber wissen, ist hier hinter irgendwas? Nö. Also, die Tür führt auch nirgendwo hin. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. So, und von hier kommen wir. Warte. Ist das die... Die sind zu weit weg eigentlich, dass das die Konsole von Dings sein könnte, oder? Coolant Controls. Manual Flow Control. Aber... Ist das die nicht funktioniert? Oder ist das... Das ist hier direkt unter uns. So, da können wir nicht rein. Zurück können wir auch nicht. Müssen wir hier irgendwelche Akrobatik machen? Da ist auf jeden Fall irgendein Vieh drin. Aber wie komme ich da rein?
Ja, da... Der Balken sieht aus, als könnte man da dran sich hangeln oder rumlaufen, aber... Darüber hinaus, ich sehe nicht, wie man da hochkommen soll. So hochspringen können wir auch gar nicht. Warte, Sicherheitssperre, was? Oh, hier geht's rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Sisko an Begir, ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiieren Transport. Ja, das ist gerade mega verwirrend. Transport abgeschlossen. Das kann ich nicht benutzen. Da ist noch ein Dude. Kannst du bitte... Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. Abgeschlossen. Und Trollen, warte. Die Konsole da unten ist es nicht, sondern es ist irgend... Echt jetzt? Dafür braucht man aber auch die Kon... Da braucht man auch den Tricorder, um das zu finden. Und dann müssen wir unten wahrscheinlich nochmal drücken, ne? Nein. Müssen wir nicht. Kühlmittelzirkulation wiederherstellen, aber wir haben es anscheinend noch nicht, weil irgendwas fehlt noch. Hier! Okay, auf jeden Fall gute Effekte, aber... Activate Computer Chaos. Okay, also diesmal haben wir auch keine Nachricht bekommen, dass das Ziel erfüllt ist. So, dann sollte das jetzt aber kein Thema sein. Ja, klar. Wie bitte? Also ich kann die Konsole nicht bedienen, weil der Lift nicht da ist, den ich über die Konsole bedienen will. 10 von 10.
Okay, waren mal sehr koordiniert hier bei der Sternflotte. Hallo? Hallo? Ziele erfüllt. Ja, dann lass mich doch. Ja, Level 3 Militärpass. Hallo, das ist es. Hallo? Aber hier ist auch keine andere Türkontrolle. Okay, das Ding ist geglitscht anscheinend, aber das Spiel sagt, alle Ziele sind erfüllt. Also. Deswegen, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt den Ausgang nicht richtig trigger, kommen wieder Probleme im nächsten Level. Aber hier passiert nichts. Noch Level 3 Militär zugängiger wird es nicht. Bitte wählen. So, wenn ich... Kann ich mich durch den Trigger durch? Okay, ja. Das geht. Ja, und hier haben wir... Hier haben wir wieder ein Kira-Level. Und mit dem Inventar hat sich auch wieder nichts getan, also... Missionsziele. Pad holen, Kommandokarte, feindliche Anführer, feindliche Wissenschaftler, eigene Leute retten. Okay, das ist ja an sich. Die Kommandokarte nicht irgendwie meint, im entscheidenden Moment verschwinden zu müssen. Aha. Nur habe ich den Dude gerade gekillt, der da drauf lag? Halten Sie sich bereit, Major. Initiieren Transport. Transport. Nein, ich wollte schon sagen, das wäre sehr komisch.
Na, kommt da jemand? Oder kriegt er die Tür nicht auf? Ich glaube, er kriegt die Tür nicht auf. Da oben ist ein Überlebender, aber hier, doch, hier sind auch noch. Da ist auch noch einer. Kommen wir da irgendwo auch rauf? Hier. Halten Sie sich bereit, Major. Initiiere Transport. Hier unten sind sogar zwei Überlebende. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Halten Sie sich bereit, Major. Initiiere Transport. Bitte wählen. Transport abgeschlossen. Ja, wie machen wir es denn hier am geschicktesten? Okay, das ist der Raum.
die Waffen fallen. So, und der andere? Da ist das Pad. Das wollten wir ja haben. Da drüben. Excuse me? Okay, das müssen wir, glaube ich, auslösen. Zumindest möchte ich wissen, was es tut. So, und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? So, Kommandochip haben wir nicht. Du hast auch keinen, oder? Aber wir retten dich trotzdem. Jetzt. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Halten Sie sich bereit, Major. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Jam Hunter, aber keine Zugangskärtchen. Ich glaube, wir müssen irgendwie eins höher.
Ja, super. Bringt uns nur nichts, weil wir hier auch nicht reinkommen. Wie kommen wir denn da hoch? Können wir uns irgendwo festhalten? Ja, aber es bringt nichts. Weil wir uns nicht hochziehen dürfen. Aber wie sollen wir denn da hochkommen? Da drüben geht's nicht weiter. Ja, da ist einer der Überlebenden, die uns noch fehlen. Und ich wette auch, dass die Zugangskarte, die wir suchen, irgendwo da oben ist. Bitte wählen. Zugriff auf Missionsziele. Okay, wir haben die Wissenschaftler schon mal erledigt, das ist gut. Warte, nee, das ist der Ausgang. Ah, wie kommen wir denn da hin? Da drin ist jemand gefangen. Also so riesig ist das Level doch auch nicht. Warte, die Konsole ist jetzt auch auf einmal aktiv. Die wurde erst aktiv, nachdem wir die erste eingesetzt haben. Müssen wir dafür was machen? Kannst du bitte einfach einmal hier hochklettern? Ist das so verdammt schwierig? Hallo? Nein, hör doch mal auf jetzt. Wir verwirren das Spiel komplett. Müssen wir jetzt hier Akrobatikübungen durchführen? Müssen wir überhaupt die Dinger selber verwenden oder sollen uns die nur darauf hinweisen, dass es hier das hier gibt? Und dass man potenziell hier rauf kann. Weil das alleine bringt uns jetzt auch nichts. Wir können nicht bis da oben springen. Okay, keine Ahnung, wie man das so schnell machen soll. Also ich glaube, das ist auch eine falsche Fährte. Oh, sogar mal
Wir konnten sogar laden, ohne dass es abstürzt. Nice. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein, sieht nicht so aus. Jetzt hier? Nein, wir können hier auch nichts machen. Oder können wir hier rauf? Sind Trümmer? Hier können wir rauf. Also genau das, was ich vorhin probiert habe. Aber 1:1 das, was ich vorhin probiert habe. Nur an einer anderen Stelle. Aber das hier bringt uns auch nicht wirklich weiter, weil wir hier keine Sachen haben. Aber vielleicht gibt es noch eine Stelle, wo wir das machen können. Auf der anderen Seite. Oder hier. Ich bin froh, wieder ein Schild zu haben, aber... Wo soll denn diese scheiß Karte sein, verdammt? Hier können wir auch nirgendwo hin. Das hat nur ein Gift-Hypospray, aber nichts für Gesundheit. So, das hier können wir nicht anwenden. Nein. Bitte wählen. Zugriff gewährt. So, den Eigentümer des Pads haben wir auch entdeckt. Den
Das ist nämlich einer der beiden Überlebenden, die uns noch fehlen, die wir noch nicht erreichen können. Der Rekorder hat ihn nämlich identifiziert, aber... Hier, das ist er. So, hier, aber die Tür geht nicht auf. Von oben kommen wir nicht rein. Ich würde ja fast meinen, dass wir hier rein müssen. Also irgendwo muss noch ein Überlebender sein und der hat wahrscheinlich die Karte. Und wir sind uns sicher, dass wir hier nichts... verpasst haben. Ja, hier ist nichts. Geht's hier auch noch rein? Da unten! Ich Idiot! Wir haben ja hier das am Anfang fallen gelassen und da darf man auch noch rein. Und ich laufe hier mich dumm und dämlich. Aber wir können das nicht wieder hochholen, okay. Wie kommen wir da am geschicktesten runter? Wenn es ist auf, wie auf der anderen Seite, dann müsste hier eine Leiter sein. Jawohl. Das wurde jetzt aber auch Zeit. Bitte wählen. Halten Sie sich bereit, Major. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Kommandochip. So. 100 pro verschwindet der jetzt wieder? Jo. Aber gut, das scheint auch hier einfach gewollt zu sein, damit man ihn im nächsten Level wieder finden muss. Lassen Sie. Und es ist abgestürzt. So, während das Spiel neu startet, einmal was trinken.
So, mal sehen, hat er jetzt gespeichert. Aber ansonsten fehlt uns nicht viel. Halten Sie sich bereit, Major. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. So, da kommt jetzt gleich uns einer entgegen und danach... räumen wir mit dem Polaron-Gewehr auf. Lassen Sie die Waffe fallen! Lassen Sie die Waffe fallen! Bitte wählen. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Hallo, Worf. Commander, Dominion forces have seized control of the entire facility. They're everywhere. Be careful, sir. Sir, the chiller system was damaged during the attack. There are coolant leaks in all areas. So, das ist eines der wenigen Stücke von originalem Voice Acting, was die Mod hat. Alles andere ist halt aus dem Originalspiel gerippt. Merkt man vor allem daran, dass es nicht auf Deutsch war. So, der Respirator sollte eigentlich unnötig sein, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mit dem Raumanzug auch unter Wasser atmen kann. Also wäre komisch, wenn nicht. Commander, thank God you're here. The Jem'Hadar are patrolling the area just ahead. I hate to say this, sir. We are greatly outnumbered. Bitte wählen. Deutlich in der Unterzahl, sagst du? Okay, rutschiger Boden. Bitte wählen. So viel zum Thema Überzahl, wenn man so eine Shotgun hat. Vor allem, ich mag die Spiegelung. Ich find's cool, dass es wirklich auch das Eis hier einfach wirklich
Ich meine, es spiegelt ziemlich klar, aber ich finde es schon sehr geil. Also Reflektion konnte die Unreal 1 Engine. So, es ist sogar durchnummeriert für unsere Convenience. Okay, da können wir nicht lang. Aber die Konsolen hier sagen alle Monitor only, also das bringt uns auch nichts. Bitte wählen. Bitte wählen. Okay, der Schild hält nur noch einen Treffer ab. Exit Location. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn vielleicht hier lassen soll. Als Marker, aber ich glaube, die Exit Location erkenne ich schon wieder. Transport abgeschlossen. Ziel Beta, lass mich raten. Bitte wählen. Zugriff auf Missionsziele. Lass mich raten, ich kann keine. Ich habe keine Bomben. Da drüben. Ja, ja, oh. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, alle Worf-Level. Ich habe das Gefühl, wir behalten immer die Sachen, die Kira hatte. Das heißt, alle Worf-Level, bis auf das allererste, sind. Können nicht beendet werden. Hier, ich kann. Ich habe keine Sprengladung, ich kann nichts machen. Die Frage ist nur, da machen wir jetzt praktisch weiter und versuchen halt so weit es legitim zu machen, wie es geht. Oder sagen wir fuck it. Bitte wählen. Okay. Und da stürzt es wieder ab. Also Spielstand laden mag Convergence irgendwie gar nicht. Drüben. Bitte wählen.
Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Ja, lass mich auch bitte wieder hier raus. Transport abgeschlossen. Super, mehr kann ich nicht machen. Oder wie? Das wäre ein bisschen lame. Ah, okay, wir können da lang. Verstehe. Nur wahrscheinlich verrecken wir sofort, wenn wir das hellblaue Zeug berühren. Bitte wählen. Ja, aber ich sehe jetzt nirgendwo hier die Zugangskarte dafür. Zugriff verweigert. Bitte wählen. Sie mir. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Caution, Ear Protection required. Okay. Oh je, der Arme. Deine armen Ohren. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Und da ist der Chip. Wählen.
Nein, nicht das, sondern hier. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Ja. Bitte wählen. Zugriff gewährt. Bitte wählen. Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Okay, ihr braucht die Ingenieurkarte, das heißt, wir können erstmal nur vorwärts. Ah, ich glaube, der Raum ist auch aus einem Bonuslevel bekannt. Aber was soll ich hier drin machen? Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Ja, aber... Da oben? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Der Chip ist da oben. Also irgendwie sollen wir da rauf. Ah, hier ist ein Schalter. Okay. Okay, das Eis wirkt noch durch den neuen Boden durch, alles klar. So, der Maschinenraumchip hilft uns schon mal sehr weiter. Okay. Hat das jetzt auch irgendwas gemacht, außer... Bitte wählen. Zugriff auf Mission. Außer Gegner reinzubeamen?
Zugriff gewährt. Bitte wählen. Schildgürtel ist schon mal gut. Bitte wählen. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiieren Transport. Transport abgeschlossen. Alle gerettet. So, da der Rest Bomben platzieren ist. Jo, können wir nicht mehr machen. Vergessen Sie nicht, der Gehorsam bringt den Sieg. Bestätigt. Feuer frei! Der Feind ist terminiert. Die Wörter herrschen über die Jem'Hadar. Das ist die Ordnung der Dinge. Feuer frei! Ergeben Sie sich, oder Sie werden vernichtet. Feuer frei! Na und Leute, ihr vernichtet eh schon alles, was sich bewegt oder nicht bewegt. Bitte wählen. Aua. Warte, war das eine... Audini? Okay, nee, einfach nur... Wählen. Okay, und jetzt? Bitte wählen. Zugriff auf Mission. Leute retten, Karte holen, Karte holen. Sprengsätze platzieren, die ich nicht habe.
Okay, da müssen wir rein. Messhall Storeroom. Gehen wir da mal zuerst lang. Auf Missionsziele. Isolinearer Chip, Maschinenraumkonfiguration. Bitte wählen. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. So, direkt schon mal drei Überlebende hier. Transport abgeschlossen. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Transport ja. Abgeschlossen. Hier. Oder? Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Da können wir nicht hin, da müssen wir vielleicht als Kira hin, weil Worf ist eigentlich nicht derjenige, der die Pets sammelt. Chip. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Bitte wählen.
Hallo? Seid ihr... euch soll ich nicht retten, ne? Ihr seid einfach nur hier. Aus welchem Grund auch immer. Ich werde die Gegend weiter durchstreifen. Schildgürtelmodul, ja bitte. So, hier ist die Maschinenraumkarte. Das war sowas von klar. Bitte wählen. Alte Position. Okay, dann geht's hier rein. Zugriff gewährt. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiieren Transport. Zugriff verweigert. Transport abgeschlossen. Energie. Jetzt. Initiieren Transport. So, war's das bitte? Bitte wählen. Zugriff gewährt. Klar, es löst einen Alarm aus, weil ich die richtige Zugangskarte verwendet habe. Complete Mission Objectives before exiting. Ja, gut, aber... Bitte wählen. Missionsziele. Zugriff auf Missionsziele. Wie gesagt, Sprengsätze ist Blödsinn. Zugriff auf Daten. Empfangene Daten. Zugriff gewährt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer oder was hier noch zu retten wäre.
Was sind das bitte hier für Wartungszugänge, wo ich nicht problemlos auf die Catwalks draufkomme? Bitte wählen. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Ja, Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Okay, wenigstens tötet es nicht instant. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. So, einer noch. Der wird ja wohl aufzuspüren sein, oder? Können wir den Alarm bitte deaktivieren? Zugriff gewährt. So, ich gebe aber noch 5 Minuten, um den einen Dude zu finden, ansonsten machen wir weiter.
Sag jetzt nicht, es gibt zwei Systeme hier, wo wir rein können. Nein, aber irgendwo hier ist noch eine Wühlmaus, oder? Nein. Dieser Scanner ist so unnötig und nervig und kann gar nichts. Weil seine effektive Reichweite schwankt gefühlt ständig. Da ist der letzte Überlebende. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. We're almost there. Let's get the hell out of here. Damn it, we're too late. Sir, hinter Ihnen. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Der Sieg heißt nicht. Also dafür, dass die Shotgun so effektiv ist, verbraucht sie viel zu viel Munition. Also sie haben ja auch ewig keine mehr gefunden dafür. Zugriff auf Missionsziele. Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Und jetzt? Ja. Wo soll ich denn hin?
Bitte wählen. Als ob die funktioniert. Ich wollte schon sagen, so eine brennende Konsole ist eigentlich nicht etwas, was funktionieren sollte. Bitte wählen. Bitte wählen. Captain, get out of here. You can't fight them. There's too many. Make a run for the shuttle base. It's your only chance. Sisko an Begier. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Oh, Energiefeldgeneratoren. Da ist ein... Einer und der umgebende Bereich wird von Truppen der Grigari scharf bewacht. Justieren Sie Ihren Phaser, damit er sich Ihrer Schildharmonie anpasst. Doktor, ich habe einen Überlebenden gefunden. Der Mustervergrößerer ist positioniert und aktiviert. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Ihr Impulskanone, ja, bitte. Hat er auch eine gedroppt? Ja. Danke. So, hier oben weiß ihre KI aber nicht, was sie mit uns anfangen soll. Ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Hyperspray. Okay, ich dachte schon, es wäre eine Schildzelle. Abgeschlossen.
Okay, die Flugsaurier sind auch wirklich nervige Gegner. Bitte wählen. Bitte wählen. Cisco Anvegia, ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Da oben ist noch einer. Liegt da und sagt nichts. Doktor, ich habe ein Über- Missionsziele. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Oh, warte, das ist der Geheimraum, oder? Das hat sich... Das ist einer der wenigen... Eines der wenigen Videos, die es zu Convergence gibt, ist dieser geheime Raum. Hier ist noch jemand. Cisco Anvegia, ich habe hier noch einen Überlebenden. Bereit zum sofortigen Transport. Initiiere Transport. Bitte wählen. Transport abgeschlossen. Bitte wählen. Nicht möglich. Okay, aber eins, die müssen wir noch erfüllen und ich weiß gerade nicht wo. Ist es dann schon vorbei? Weil ich glaube, wir sind doch, glaube ich, gerade mal bei Level 15. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es 18 Level gibt, weil es hieß, glaube ich, 6 Karten pro Charakter. Exit Location, aber ich will den Geheimraum auch sehen.
Okay, hier geht's auch noch weiter. Aber das sollen wir von der anderen Seite, glaube ich, öffnen, nämlich von hier aus. Okay, das war einmal beschissenes Design. Bitte wählen. Jetzt habe ich aber komplett die Orientierung verloren. Okay, das ist geglitscht. Ich glaube, wir müssen das von der anderen Seite aus machen. Was? Okay, das Kraftfeld blockiert auch Sachen, die normalerweise Schilde durchdringen. Bitte wählen. Wo ist denn jetzt das Labor, verdammt? Nee, das ist schon. Da waren wir schon in der richtigen Ecke, aber. Die ganze Beschilderung führt halt nur zu den Shuttlebuchten.
Okay, es war nur das hier. So, wenn wir jetzt noch wiederfinden, wo das geheime Ding war. Weil das möchte ich jetzt auch sehen. Alles klar. Chief O'Brien, ich brauche eine Energiezelle für meinen Schildgürtel. Halten Sie sich bereit, Major. Energie. Jetzt. Bestätigt. Kira Ende. Was sollen wir jetzt tun? Persönlicher Zugangscode wird auch erforderlich. Wenn du diesen Code nicht bekommst, wird ein Alarm ausgelöst. Die Tür wird aber trotzdem funktionieren. Level 3 Karte sollten wir eigentlich haben. Ja, auch wir haben, hier haben wir wieder keine Sprengsätze. Bitte wählen. So, hier ist wieder so eine Abgasöffnung wie im Hauptspiel. Mit sehr komischer Beleuchtung. Ah, okay. Brauchen wir jetzt die Dominion-Zugangskarte oder die vom... Zugriff auf Missionsziele. Oder die von hier, von den Cardassianern, weil... Ich bin so verwirrt.
Okay, das war sehr sinnlos. Aber jetzt nichts. Bitte wählen. Hippo, wo bist du? Da. Bitte wählen. Missionsziel. Zugriff auf Missionsziele. So, das Ding ist, wir sollen jetzt hier Sprengladungen platzieren, aber können das nicht. Es gibt keine anderen Ziele, die wir noch machen können. Bitte wählen. Ja, irgendwas ist hier, aber ich kann nicht erkennen, was. Ja, hier wäre das zweite Ziel. Wenn wir es triggern könnten.
Lassen Sie die Waffen fallen. So, ich wage zu behaupten, mehr können wir hier nicht tun. Kannst du... Kann dieser blöde Alarm aufhören? Okay, dann geht die Tür wieder zu. Ja, und hier ist das andere Ziel, aber wir können nichts davon machen. Okay, das wirkt ziemlich endgültig. Okay, wir müssen noch als Cisco entkommen, wahrscheinlich dann als Worf auch nochmal. Es gibt nur einen Überlebenden in dieser Sektion. Chief O'Brien, ich brauche eine Energiezelle für meinen Schildgürtel. Halten Sie sich bereit, Captain. Energie. Jetzt. Bestätigt. Cisco, Ende. Hier spricht der Turm. Keine Spur vom Eindringling. Wachgeschütze sind aktiviert. Es könnte sich um ein Kalibrierungsproblem handeln oder wieder um Mäuse. Truppen sind ausgesandt. Cisco an Odo. Wie ist Ihr Status, Constable? Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Verstanden. Cisco Ende. Wow. So, okay. Und wohin jetzt?
Okay, das ist cool. Wenn auch ein bisschen kaputt. Beste Windschutzscheibe ever. Hält sogar Disruptorstöße aus. Ja. Und jetzt? So, wo sollen wir denn jetzt hier rein? Bitte wählen. Zugriff auf Missionsziele. Aber wie komme ich denn jetzt hier rein? Hier sind keine Konsolen, ich kann hier nirgendwo drüber klettern. Es gibt keinen Generator für das Kraftfeld. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Zugriff auf Missionsziele. Irgendwie ein Timing abwarten? Weil ich das Gefühl, der ist dauerhaft elektrisiert, wenn ich in der Nähe bin. Ja, das wandert mit. Fehlt hier irgendwas? Fehlt mir irgendwas?
Lauf mal ganz kurz zurück. Also kann ich hier irgendwas aktivieren? Nein. So, ich laufe jetzt hier einfach mal kurz mit Godmode hier durch, weil ich einfach nur wissen will, ob es hier irgendwas gibt, was wir hier noch mitnehmen können. Oder hätten mitnehmen können. Aber es wirkt nicht so. So, trotzdem nutzen wir mal God Mode, einfach nur, damit wir hier rumlaufen können, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Können wir überhaupt durch diese Türen? Nein. Also es ist schon gewollt, dass wir hier durchgehen, oder? Ja. Bitte wählen. Taktische Mission, Zugriff auf Missionsziele. Diese Lampe hier kann ich auch nicht klettern. Warte, was? Ernsthaft? Das war die große Antwort? Ernsthaft, das ist enttäuschend. Das heißt, du musst Schaden nehmen. Nein, hier oben ist... Wie sollte man den denn sehen? Wie sollte man den denn da drüben sehen? Also auf dem Tricorder war er nicht drauf. Wie sollte man den denn sehen, bitte? Okay, KI kommt überhaupt nicht klar mit. Okay, God Mode ist aus. Aber ich nehme irgendwie keinen Schaden. Oder waren das alles Streifschüsse? Okay, das war kein kein Streifschuss. Zugriff verweigert.
Zugriff gewährt. So, Ziele erfasst. Aber nur die Ingenieurkarte. Die liegt zum Glück genau neben dem Ding. Zugriff gewährt. Zugriff verweigert. Was? Retargeting of firing control is disabled. Ich hab doch hier gerade. Jetzt aber. Ja, super. Hier spricht Dex. Das Schiff der Grigari wurde zerstört. Die Schockwelle der Explosion hat unsere Sensoren und den Antrieb ausgeschaltet. Es sieht hier drüben ziemlich schlecht aus, aber wir werden Ihnen helfen, so gut wir können, während wir unsere Reparaturen... Captain, wir haben Gesellschaft. Eine ganze Einheit von Cardassianern ist hierher unterwegs. Wir müssen schnell weg. Okay. Task failed successfully, I guess. Echt jetzt? Das Level noch gar nicht angefangen und die stellt mich schon vor eine verschlossene Tür. Da drüben! Energie. Jetzt. Bitte wählen. Bitte wählen. Transport abgeschlossen. Missionsziele. Zugriff auf Missionsziele. Okay, also auch wieder so eins, dass wir mit Cheats beenden müssen.
Also dafür, dass die Fässer mehr Schaden machen sollen als im Originalspiel, hat er, glaube ich, gerade 2 gebraucht, um drauf zu gehen. Worf an Odo, ich brauche Verstärkung. Tut mir leid, es gibt keine Möglichkeit, Ihnen ein Sicherheitsteam an Ihren derzeitigen Standort zu schicken. Verstanden, Worf Ende. Putok Chai! Ich hab dich doch gerade getaggt. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Bitte, helfen Sie Transport mir. Transport abgeschlossen. Energie. Jetzt. Initiiere Transport. Zugriff verweigert. Sie werden vernichtet. Genau, beamt mal die mit der Stunlock-Klinge hinter mich. Was könnte da nur schief gehen? Ah, da doch, in dem Chip bin ich glatt vorbeigelaufen. So, die Maschinenraumkarte haben wir. Zugriff gewährt. Bitte wählen. Okay, die Konsolen bringen uns nichts.
Es gibt keinen Bitte wählen. Notfall. Zugriff auf Missionsziele. Chief, wie ist Ihr Status? Keine besonderen Vorkommnisse, Commander. Bestätigt. Wurf Ende. Chief, wie ist Ihr Status? Okay, nee, ich kann nichts anfordern. Verstanden. Wurf Ende. Weil doch theoretisch müsste ich in der Lage sein, Munition anzufordern. Chief, ich brauche Munition für mein Gewehr. Halten Sie sich bereit, Commander. Energie. Jetzt. Bestätigt. Wurf Ende. Plasmaflusskontrollen, das sieht doch schon mal noch was aus. Damit müsste es aber jetzt funktionieren, oder? So, und tschüss.
Zugriff auf Missionsziele. Da oben war eine Transportzone, wir können unseren Gürtel aufladen. Oder sollten es zumindest können. Chief O'Brien, ich brauche eine Energiezelle für meinen Schildgürtel. Halten Sie sich bereit, Commander. Energie. Jetzt. Bestätigt. So, und wo ist er? Da. Halten Sie sich bereit, Commander. Initiiere Transport. Transport abgeschlossen. Okay, da müssen wir irgendwie rüber. Nur wie? Als ob ich jetzt noch zweimal die eine Geschichte mit den Konsolen machen muss.
Das tut auch rein gar nichts. Kann ich da wieder rein? Ja, aber da verreck ich. Da gibt's auch keine Leiter und nichts. Irgendwie muss ich darüber. Jetzt total dämlich. Hilfe! Hilf mir doch jemand! Energie! Jetzt! Initiiere Transport! Transport abgeschlossen! Bitte wählen. Primärkonsole, was? Was davon soll denn die Primärkonsole sein? Warte, ich sag, ja, Sprengsatz an Ziel Alpha. Kann ich nur nicht. Bitte wählen.
Was ist das denn bitte für ein Anfang hier? Das hier kann ich mir gerade nur leisten, weil ich mehr Munition habe, als ich haben dürfte. Zugriff auf Missionsziele. Ja, super. Hier ist auch nur Bomben platzieren. Kira an Worf. Nicht bewegen! Okay, und da ist es schon wieder abgeschmiert. Aber ich glaube, das war auch schon das Ende. Mal gucken, wir machen mal rein. Kira an Bord.
Okay, wow. Ich meine, ich habe jetzt keine riesige Cutscene erwartet, weil es immer noch ein 1-3-Mann-Projekt war, aber... Ja. Ich gehe hier mit sehr gemischten Gefühlen raus. Die zweite Hälfte ging jetzt. Bis halt auf die Tatsache, dass Worfs Level halt nur so halb funktionierten. So ganz ohne die ganze Sprengladungsgeschichte, was halt kein befriedigendes Ende ist. Also ich, das hier soll Version 1.1 sein. Ich weiß nicht, ob es noch eine neuere Version gab, die dann irgendwann vom Internet verschwunden ist. Aber das hier fühlte sich nicht wie ein fertiges Produkt an. Also, wenn irgendwie eine 10% Chance besteht, dass mal irgendwo was schief geht, drauf geschissen, aber ich habe es mehrmals probiert und die Bugs traten immer wieder auf. Und Mod hin oder her, es gibt Fehler, mit denen sollte man... Man kann damit releasen, aber man kann die Mod nicht in dem Zustand dann belassen. Also ich finde, das ist... Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie ich das im Video behandeln werde, aber... Das wird noch lustig. Ich werde, denke ich, noch 1-2 Wochen warten und ich hoffe, dass sich vielleicht doch noch der Entwickler nochmal meldet und auch bereit ist, darüber zu reden. Ich fände es ein bisschen schade. Weil ich finde eigentlich, diese Mod ist eigentlich genau das, was The Fallen braucht. Einfach mehr Content und vor allem auch Content, der alles ausspielt. Ich meine, das war jetzt wirklich mal ein Levelpack, wo wir Zugang zu allen Waffen hatten. Und einfach wildes Zeug passiert ist. Naja, ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.